unterlassen, hier Tautiere rein, Einsatzkräfte zu bewerfen. Dann können auch sie ihren Weg mit Sicherheit weiter fortsetzen. Bei der revolutionären 1. Mai-Demo der linken Szene in Hamburg hat es am Donnerstag Krawalle gegeben. Es flogen Böller, Flaschen und Steine gegen Polizisten. Die Beamten setzten daraufhin Wasserwerfer, Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Es gab Festnahmen und Verletzte. Sie seien massiv angegriffen worden, sogar mit Fahnenstangen hätten Teilnehmer auf Einsatzkräfte eingeschlagen, sagte Mirko Streiber, Sprecher der Polizei. Wir hatten am Tage ja eine Vielzahl von Demonstrationen, unter anderem die vom DGB mit über 5000 Teilnehmern. Das ist alles friedlich verlaufen. Leider nicht friedlich verlaufen ist heute Abend die Demonstration. Wir sind noch losgegangen mit dem Aufzug bis zur Budapester Straße. Und es wurde während des Aufzuges mit Pyrotechnik geworfen, teilweise auch mit Gegenständen und es wurde teilweise auch Vermummungsmaterial angelegt. Deshalb mussten wir diesen Aufzug einmal aufstoppen. Und als wir das getan haben, sind wir massiv mit Flaschen und mit anderen Gegenständen beworfen worden. Wir sind dann noch mal ein Stück weiter gegangen, als das nachgelassen hatte, aber dann kamen wieder Gegenstände, die geworfen worden sind. Daraufhin haben wir verfügt, dass der Demonstrationszug nicht vorgesehen über die Reeperbahn zu laufen hat, sondern über die Glacis-Chaussee zurück wieder zum Antreteort. Das hat man dann auch gemacht und als wir am Endkundgebungsort angekommen sind, sind wir massiv von den Demonstrationsteilnehmern beworfen worden mit verschiedenen Gegenständen. Kollegen sind angegriffen worden mit Stangen, das sind sogenannte Fahnenstangen gewesen, die mitgeführt worden waren. Daraufhin haben wir diese Versammlung aufgelöst. Und im Nachhinein haben wir dann hier noch vereinzelte Gruppen gehabt, die immer wieder agiert haben, die teilweise auch etwas auf die Straße gezogen haben, Gegenstände, Baumaterial und Ähnliches. Aber jetzt hat sich mittlerweile die Lage beruhigt. Nach Auflösung der Demonstration zogen viele Teilnehmer in Richtung Schanzenviertel ab. Die Polizei war dort weiterhin mit einem Großaufgebot vor Ort, aber am späten Abend hat sich die Lage dann entspannt.